Hallo ihr Lieben, hier ist Erbil von den Curly Strick Sisters und endlich, endlich, endlich bin ich wieder da. Es hat doch etwas länger gedauert, bis ich die Anleitung jetzt für dieses Jäckchen, für den Moessa Cardigan anfertigen konnte, beziehungsweise ich hatte kaum Zeit, überhaupt damit zu starten. Ich hatte es ja beim letzten Video bei dem Moessa Romper ja schon angekündigt und da sind jetzt schon einige Wochen ins Land gegangen. Ja, und deswegen hatte ich mir aber dieses Wochenende vorgenommen, dieses Mal, ne, dieses Wochenende schaffst du es und strickst jetzt mal den Moessa Cardigan. Und ich finde, der ist wieder super süß geworden. Also ich habe den ja schon ein paar Mal in verschiedenen Größen gestrickt und ich finde den einfach zucker, zucker süß. Ja, das Muster alleine, wisst ihr ja, das liebe ich. Diese Jacke ist 0 bis 3 Monate. Für 0 Monate, also für ganz Neugeborene, wird es etwas zu groß sein. Aber wie ich immer sage, ein bisschen Oversize ist immer süß. Man kann die Ärmchen etwas krempeln. Ja, die sind 16 cm lang, also 14 bis zum Bündchen, 2 cm Bündchen. Und die Jacke ist 24 cm lang. Das messen wir jetzt mal nach. 24 cm lang. Und so in der Breite ungefähr 21, 22 cm. Also wirklich ganz gut für 0 bis 3 Monate, sprich 50 bis 62 die Größe, ja. Unbeauftragte Werbung, weil ihr das wissen möchtet. Ich habe wie bei dem Moessa Romper, habe ich diese Wolle von Sostrene Gendre benutzt, die Baumwolle 100% Cotton, Organic Cotton, GOTS zertifiziert, Ökotex Standard 100. Unbeauftragte Werbung, ich kriege dafür nichts. Ich sage euch das lediglich, falls ihr das 1:1 nachkaufen wollt. Ja? So, ja. Ich habe mich bemüht, euch nochmal alles Schritt für Schritt zu erklären. Auch das Muster, das erste und das zweite Muster habe ich mit euch mitgestrickt. Den Rest erledigt ihr dann. Habe euch gezeigt, wie ich hier die Maschen aufnehme. Auch wieder mit einer Zwischenmasche, damit das hier richtig schön sitzt. Ja. Die Arme habe ich von oben, ich habe hier oben Maschen aufgenommen, habe von oben runter gestrickt, ohne Abnahmen, lediglich nur am Bündchen, damit das hier ein bisschen enger ist. Am Bündchen habe ich eine Schlaufe gehäkelt. Das habe ich euch auch gezeigt. Da kann man dann hier zusammenknoten und wenn man das Jäckchen anzieht, das aufmachen, dann ist es etwas weiter, ja, damit Baby nicht schreit. Hier haben wir auch nur einen Knopf. Das heißt, wir brauchen in der Leiste überhaupt keine Knopflöcher. Diese Schlaufe haben wir auch im Nachhinein dran gehäkelt. Ja. Und guckt mal, wenn ihr jetzt den Romper dazu nimmt, ganz süß, so in Kombi. Sieht das wirklich ganz, ganz, ganz schnucklig aus, ja? Ja, ihr Lieben, ich hoffe, es macht euch Spaß. Ich hoffe, ich erkläre euch das wieder gut, weil das ist ja für mich immer die Hauptsache, dass ich das so erkläre, dass ihr auch wirklich, wirklich, wirklich Spaß mit der Anleitung habt und nicht aufhört und denkt, was ist das denn? Da komme ich jetzt gar nicht mit klar. Wenn ihr könnt mir gerne ein Feedback unter das Video schreiben. Mich würde es wirklich, wirklich brennend interessieren, ob ihr damit gut zurechtgekommen seid oder weniger zurecht. Worauf ich achten sollte, könnt ihr mir gerne auch mit reinschreiben. Oder was ihr besonders gut findet. Also das freut mich, das würde mich riesig freuen, wenn ich ein Feedback von euch bekomme. Und wenn ihr auch nur schreibt, ich habe es nachgestrickt, es hat geklappt, danke. Dann würde ich mich auch schon super, super freuen, ja. Ja, dann würde ich sagen, wir starten mit dem Rückenteil, ja. Und wünsche euch jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß. Okay, ihr Lieben, dann starten wir jetzt mit dem Maschenanschlag. Und zwar haben wir 4 Muster, a 13 Maschen. Das sind also 13 mal 4 sind 52 Maschen plus eine Masche rechts und links, eine Randmasche, sind insgesamt 54 Maschen. Ich gehe mit Zeigefinger, Daumen rein, wie immer. Ich mache den Kreuzanschlag, kipp die Hand nach hinten, hole mir diese eine Masche schon mal. Das ist die erste Randmasche. Und gehe hier auch mit Zeigefinger, Daumen rein, kipp die Hand nach hinten, gehe links unten rein, gehe rechts über den Faden und gehe hier zwischendurch. Die zweite Masche und nochmal links unten, rechts über den Faden und hier zwischendurch.
Und wir nehmen insgesamt 54 Maschen auf. So, ihr Lieben, ich habe jetzt 54 Maschen aufgenommen, habe die Stelle mit einem Knoten fixiert und jetzt stricken wir das Bündchen im Rippenmuster, eine Masche rechts, eine Masche links. Die Randmasche, die hebe ich nur ab. So, und dann stricke ich eine Masche rechts, eine Masche links und das im Wechsel. Rechts, links, rechts und links. Wie ihr die Maschen jetzt strickt, also mit welcher Technik, das ist jetzt völlig egal hier am Bündchen. Nur wenn wir gleich das Muster stricken, dann muss ich euch zwei Stellen zeigen, wo das wichtig ist, dass ihr die, worauf ihr achten müsst, weil ich ja die Maschen vereinfacht stricke oder Eastern Continental nennt man das. Aber das zeige ich euch dann gleich. So, das machen wir jetzt 5 Reihen. Wir stricken jetzt 5 Reihen im Rippenmuster, eine rechts, eine links und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, ich habe jetzt 5 Reihen im Rippenmuster gestrickt und ihr müsst euch das bitte merken. Jetzt stricken wir erst 2 Reihen glatt rechts. Ja? Also Hinreihe rechte Maschen, Rückreihe linke Maschen. Das ist auch für später bitte merken, immer, das ist für mich das erste Muster, weil es sich nach rechts neigt. Das ist für mich das zweite Muster, weil es sich nach links neigt. Und zwischen diesen beiden Mustern müsst ihr immer eine Reihe rechts, eine Reihe links stricken, um dann mit dem neuen Muster. Ja, immer dazwischen sind immer 2 Reihen glatt rechts. Das sieht man hier jetzt nicht, aber es ist so. Ja, das dürft ihr nicht vergessen. So, deswegen werden wir jetzt erstmal nach dem Rippenmuster, werden wir jetzt erstmal, wir sind auf der Hinreihe, jetzt nur rechte Maschen stricken und dann in der Rückreihe nur linke Maschen stricken. Ja. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Dann starten wir nämlich mit dem Muster. So, das geht recht schnell. Ihr Lieben, bevor wir jetzt mit dem Muster weitermachen, blende ich euch jetzt die Strickschrift ein. Das könnt ihr euch dann screenshotten oder vielleicht sogar ausdrucken. Und ich werde euch jetzt, wenn ich mit euch die Reihen stricke, immer pro Reihe die Strickschrift noch oben einblenden, ja? Okay. So, ihr Zuckerschneckchen, jetzt habe ich die 2 Reihen gestrickt und habe jetzt schon hier die Stellen von dem Muster markiert und zwar immer 13 Maschen, ja? 13, 13, 13, 13. Außer hier vorne, da sind 14, weil ich die Randmasche nicht mitzähle und hier wird auch die letzte Masche nicht gezählt. Ja, also hier sind immer 14. So, ein Muster besteht ja aus 13 Maschen. Worum es mir geht, ist, es ist egal, mit welcher Technik ihr eure rechten und linken Maschen strickt. Was wichtig ist, ihr müsst jetzt gleich mal gucken, weil diese Stellen hier, ja, die müssen genau so liegen, diese Maschen. Also es dürfen keine Quermaschen dazwischen sein, weil dann sieht das nicht mehr so schön aus. Ja? Und wie ich das mache, das zeige ich euch. Es kommt aber darauf an, wie bei euch die rechten und die linken Maschen liegen. Ja, danach müsst ihr euch dann selber orientieren. Aber das wird klappen, ihr werdet es sehen. So, also starten wir jetzt mit dem ersten Muster, erste Reihe. Wir heben die Randmasche ab, stricken 10 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, jetzt 2 rechte Maschen verschränkt. Für mich ist es verschränkt, für euch ist es vielleicht normal. Ich denke, bei euch liegen die Maschen schon so oder bei den meisten. Ich nehme jetzt meine Masche hier so und die zweite auch. Leg mir die so, wie ich die abgehoben habe, wieder zurück auf die Nadel, dass die so liegen. Und bei den meisten werden die wahrscheinlich schon so liegen.
Und dann nehmt ihr bitte beide Maschen rechts zusammen. Zack. So, dass sich die Masche hier öffnet. Das ist genau diese Stelle hier. Ja, dass das hier so schön liegt. So, dann machen wir einen Umschlag rechts und eine Masche rechts. Da war schon das erste Muster jetzt. So, nehmen wir den Maschenmarkierer rüber. Wieder von Anfang. 10 Maschen rechts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 rechts zusammen. Für mich wäre es dann verschränkt. Ich nehme die Masche, die hebe ich ab. Die zweite hebe ich ab. So wie ich sie abgehoben habe, lege ich sie zurück auf die linke Stricknadel und nehme 2 Maschen rechts zusammen. Ein Umschlag rechts und eine rechts. So, und das macht ihr jetzt weiter. Ihr beginnt wieder mit 10 Maschen rechts, 2 rechts zusammen, ein Umschlag rechts, ein rechts und dann noch einmal. Und hier die letzte strickt ihr einfach nur rechts, ja? Und dann sehen wir uns in der zweiten Reihe gleich wieder. So, jetzt befinden wir uns in der zweiten Reihe. Da heben wir die Randmasche ab, machen einen Umschlag links. Wir stricken 2 Maschen links. Dann stricken wir 2 links zusammen. Und 9 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nehmen den Maschenmarkierer rüber. Hoppala. Das erste Muster ist beendet. Und dann wieder von vorne ein Umschlag links. Die Strickschrift pro Reihe ist oben immer eingeblendet. Da könnt ihr euch auch dran orientieren, ja? Oder ihr macht euch von der Strickschrift ein Screenshot, was ich euch vorhin schon eingeblendet habe. So, was haben wir jetzt gemacht? Ein Umschlag links und dann 2 Maschen links, dann 2 Maschen links zusammen und 9 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maschenmarkierer rübernehmen und die beiden Muster noch genauso stricken, ja? So, jetzt kommen wir schon zur dritten Reihe. Ich hoffe, ihr kommt klar. Und zwar, wir heben die Randmasche wieder ab, stricken 8 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 rechts. Wieder für mich verschränkt. Ich hebe die ab, die rechte Masche. Die zweite hebe ich ab, so wie ich sie abgehoben habe, lege ich sie auf die linke Stricknadel zurück und stricke die beiden rechts zusammen. So, jetzt sieht man es auch besser, seht ihr? So, dass die Masche sich öffnet, ja? Da müsst ihr für euch gucken, wie ihr das dann strickt, je nachdem, wie eure Masche liegt. Ja, das muss sich so schön öffnen. So, dann eine rechts, ein Umschlag rechts, 2 rechts. Dann nehmen wir den Maschenmarkierer rüber. Jetzt kommen wir schon zum zweiten Muster. Und zwar wieder 8 rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 rechts zusammen. Dafür nehme ich meine Maschen, die drehe ich mir zurecht und nehme 2 rechts zusammen, so dass sich die Masche schön öffnet, ja? Dann eine rechts, ein Umschlag rechts und 2 Maschen rechts. 1, 2. Und das wiederholt er jetzt noch 2-mal. So, Reihe 4, die Rückreihe. Wir heben die Randmasche wieder ab. Jetzt stricken wir eine links, ein Umschlag links, 3 links, 1, 2, 3. 2 links zusammen und 7 links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Den Maschenmarkierer nehmen wir wieder rüber. Dann wieder von vorne. Eine links, ein Umschlag links, 3 Maschen links, 2, 3, 2 Maschen links zusammen. Zack, und 7 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Die nächsten beiden Muster macht ihr dann weiter. So, wir befinden uns in der fünften Reihe vom ersten Muster und sind wieder in der Hinreihe und heben die erste Randmasche wieder nur ab, stricken jetzt 6 Maschen rechts, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier kommt wieder die Stelle, wo ich meine Maschen wieder mir zurechtlegen muss. So, 2 rechts zusammen. Also ihr müsst das so zusammenstricken, dass das, seht ihr, wie schön die Maschen hier liegen. Dann 2 rechts, 1, 2, einen Umschlag rechts und 3 rechts. 1, 2, 3. Maschenmarkierer rüber und wieder von vorne. 6 Maschen rechts, 2, 3, 4, 5, 6. 2 rechts zusammen. Dafür lege ich mir wieder meine Maschen zurecht. Stricke die 2 rechts zusammen. Ja. Und 2 rechts wieder. 1, 2, ein Umschlag rechts und 3 Maschen rechts. Die nächsten 2 macht ihr bitte weiter. So, die 6. Reihe vom ersten Muster. Wir sind auf der Rückreihe. Wir heben die erste Randmasche ab, stricken 2 links, 1, 2, ein Umschlag links, 4 links, 1, 2, 3, 4, 2 links zusammen und 5 Maschen links, 1, 2, 3, 4, 5. Nimm den Maschenmarkierer rüber und beginn wieder mit 2 Maschen links, 1, 2, ein Umschlag links, 4 Maschen links, 2, 3, 4, 2 Maschen links zusammen und 5 Maschen links, 1, 2, 3, 4, 5. So, und wieder die nächsten 2 macht ihr. So, ihr Lieben, Reihe 7, wir sind in der Hinreihe. Randmasche abheben bitte. Dann 4 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4. Jetzt kommt hier wieder die Stelle. Ich lege mir meine 2 rechten Maschen zurecht, dass ich 2 rechts stricken kann. Zusammen. 2 rechts zusammen. 3 Maschen rechts. 2, 3. Ein Umschlag rechts. Und 4 rechts. 1, 2, 3, 4. Maschenmarkierer rüberholen und wieder von vorne 4 Maschen rechts, 2, 3, 4, 2 Maschen rechts zusammen. Ich lege mir meine Maschen wieder zurecht. So, seht ihr, wie schön das hier liegt? So, dann 3 rechts, 1, 2, 3, ein Umschlag rechts und 4 rechts. 1, 2, 3, 4. So, und jetzt seid ihr wieder in der Reihe. Die 8. Reihe vom ersten Muster, die letzte Reihe. Da heben wir wieder die Randmasche ab, stricken 3 Maschen links. 1, 2, 3, ein Umschlag links, 5 Maschen links, 2, 3, 4, 5, 2 links zusammen und 3 links. 1, 2, 3. Und den Maschenmarkierer nehmen wir darüber, wieder von vorne. 3 Maschen links, 1, 2, 3, ein Umschlag links, 5 Maschen links, 2, 3, 4, 5, 2 links zusammen und 3 Maschen links. Und wieder den Maschenmarkierer rübernehmen und die nächsten 2 auch noch eben stricken. So, ihr Lieben, das erste Muster ist fertig. Schön geworden, oder? So, und bevor wir das zweite Muster jetzt starten, werdet ihr jetzt in der Hinreihe nur rechte Maschen stricken und in der Rückreihe nur linke Maschen. Und dann können wir mit dem zweiten Muster, also
Das ist das erste Muster, die Reihe. Werden wir jetzt hiermit beginnen. Und da neigen Sie diese Stelle, die ja so wichtig war, die neigt sich bei dem zweiten Muster nach links. Und genau hier zeige ich euch wieder, wie ich meine Maschen legen muss, damit diese Maschen so schön geöffnet da liegen. Ja, da müsst ihr dann wieder gucken, aber erstmal strecken wir die zwei Reihen. Ne? Hinreihe rechte Maschen, Rückreihe linke Maschen. Bis gleich. So, ihr Lieben, nachdem wir dann die zwei Reihen gestrickt haben, also Hinreihe nur rechte und Rückreihe nur linke Maschen, fangen wir jetzt mit dem zweiten Muster an. Das heißt, mit diesem Teil hier. Ja, das haben wir schon abgeschlossen, das erste. Und hier fangen wir jetzt an. Und hier achten wir wieder auf die Maschen, dass die sich so öffnen. Ja, so je nachdem, wie welche Stricktechnik ihr habt. Ich zeige euch, wie ich das stricke. Vielleicht habt ihr auch Lust, das so nachzumachen. Dadurch, dass ich vorhin den Ton leider nicht angemacht habe, hatte ich jetzt schon hier vorgestrickt. Ich stricke jetzt einfach hier weiter. Also, wir beginnen mit einer Masche rechts, dann ein Umschlag rechts, ein Überzug rechts. Da hebe ich die erste Masche ab, stricke die zweite rechts und hebe die erste über die zweite Masche. Dann stricke ich 10 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Den Maschenmarkierer rübernehmen und dann geht es weiter. Wieder von vorne eine rechts, ein Überzug rechts, ein Überzug rechts. Die erste Masche abheben, die zweite rechts stricken. Und die erste über die zweite heben. Dann wieder 10 Maschen rechts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und die letzte Masche auch rechts. So, die zweite Reihe. Wir befinden uns in der Rückreihe. Da heben wir wieder die Randmasche ab, stricken 9 Maschen links, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt muss ich die beiden linken Maschen drehen. Und zwar, ich hebe diese Masche so ab, die zweite hebe ich auch so ab. Dann lege ich die auf die linke Nadel zurück, nehme den Faden vor die Arbeit, gehe hier hinten quasi rein in diese Masche und in die vordere, also von hinten so rein. Das ist nur eine Übungssache, das kriegt ihr hin und ziehe den Faden einmal durch. Ups, das hat jetzt nicht geklappt, Vorführeffekt. Ziehe den Faden einmal durch. So, dann zwei Maschen links, 1, 2 und ein Umschlag links. So, jetzt beginnen wir mit dem zweiten. Wieder 9 Maschen links, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 9. Dann die eine hebe ich ab, die zweite hebe ich ab. Also ich lege mir quasi die Maschen wieder so, wie ich sie abgehoben habe, auf die linke Stricknadel. Ich muss mir die zurechtlegen. Den Arbeitsfaden nehme ich vor die Arbeit, gehe hinten durch beide Maschen durch und ziehe den Faden einmal durch. So, dann zwei links, 1, 2. Und ein Umschlag links. Ach, hier ist mir die Stricknadel im Weg. So, das war's schon. Zwei links und ein Umschlag links. Und dann macht ihr weiter. Die nächsten zwei. So, wir befinden uns in der dritten Reihe. Und zwar in der Hinreihe wieder. Wir heben die Randmasche ab. Stricken zwei rechts. 1, 2. Ein Umschlag rechts. Eine Masche rechts. Ein Überzug rechts abheben, zweite rechts stricken, die erste über die zweite heben und 8 Maschen rechts. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. Fertig. Den Maschenmarkierer rüber, nochmal von vorne, zwei Maschen rechts, ein Umschlag rechts, eine Masche rechts, ein Überzug rechts. Dafür heben wir die erste rechts ab, stricken die zweite rechts, heben die erste über die zweite und acht Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und die zwei weiteren macht ihr alleine weiter. Ja? So, jetzt befinden wir uns in der vierten Reihe schon, in der Rückreihe. Da heben wir die Masche, die erste Randmasche ab. 7 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 links zusammen. Dafür lege ich mir meine Maschen wieder zurecht. Gehe hinten rein in beide Maschen und stricke sie zusammen. Und 3 Maschen links, 2, 3, ein Umschlag links und eine links. Das zweite, wieder 7 Maschen links, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 links zusammen. Dafür hebe ich 2 Maschen ab, lege sie so wieder auf die linke Stricknadel. Und nimm den Arbeitsfaden nach vorne, geh hinten durch beide Maschen durch und hole mir den Faden und zieh ihn durch. So, und dann 3 Maschen links, 1, 2, 3, ein Umschlag links und eine links. Und die nächsten beiden macht ihr auch wieder. So, und Reihe 5 vom zweiten Muster, Randmasche abheben, 3 Maschen rechts. 1, 2, 3, ein Umschlag rechts, 2 Maschen rechts, ein Überzug rechts, eine Masche abheben, rechts abheben, die nächste rechts stricken, die erste über die zweite ziehen und 6 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, erstes fertig, wieder von vorne, 3 Maschen rechts, 1, 2, 3, ein Umschlag rechts, 2 rechts, ein Überzug rechts, die erste rechts abheben, die zweite rechts stricken, die erste über die zweite heben. Seht ihr, wie schön das hier liegt? Und darauf müsst ihr halt achten, ja? Und dann 6 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und die nächsten beiden macht ihr wieder. So, die sechste Reihe. Wir sind wieder in der Rückreihe. Erste Masche, die Randmasche abheben. 5 Maschen links. 1, 2, 3, 4, 5. 2 links zusammen. Dafür hebe ich die ab, die beiden Maschen. So, lege sie so wieder auf meine Stricknadel. Nimm den Arbeitsfaden nach vorne. Gehe von hinten durch beide Maschen und stricke sie dann zusammen. So, das ist wirklich der Vorführeffekt. Wenn ich das nicht zeige, dann geht das irgendwie besser. So, jetzt 4 Maschen links, 1, 2, 3, 4, ein Umschlag links und 2 links. Und der Maschenmarkierer rüber, wir fangen wieder von vorne an. 5 Maschen links, 2, 3, 4, 5. Die zwei linken zusammen, dafür hebe ich die Maschen ab erstmal, lege sie wieder auf die linke Stricknadel, Arbeitsfaden nach vorne, dann durch beide Maschen hindurch mit der Stricknadel und den Faden einmal durchziehen. Hey, hat geklappt! Jetzt 4 links, 1, 2, 3, 4, ein Umschlag links und 2 links. So, und die nächsten beiden macht ihr. Und dann erzähle ich euch noch ganz kurz was Lustiges. Wenn ich jetzt hier so zähle, 1, 2, 3, 4, 5, dann fällt mir immer ein, dass meine Nichte mir gesagt hat, Tante, deine Videos, die gucke ich mir immer an, wenn ich schlafen will.
Wenn du zählst, das macht mich so müde. Und jedes Mal, wenn ich jetzt vorzähle, dann muss ich an meine Nichte denken. Ist ganz witzig, ja. Ja, wenn es dafür auch gut ist, ist doch okay, oder? Ja, so, die nächsten beiden macht ihr dann noch und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Reihe 7. Wir sind in der Hinreihe. Randmasche abheben. 4 Maschen rechts. 1, 2, 3, 4. Ein Umschlag rechts. 3 Maschen rechts, 1, 2, 3. Ein Überzug rechts, abheben, zweite rechts stricken, die erste über die zweite ziehen und 4 rechts. 1, 2, 3, 4. Und markiere rüber und wieder von vorne. 4 Maschen rechts, 3, 4. Ein Umschlag rechts, 3 Maschen rechts, 2, 3. Ein Überzug rechts, erste abheben, zweite rechts stricken, die erste über die zweite heben und 4 rechts. So, ihr macht bitte weiter. So, die achte und die letzte Reihe vom zweiten Muster. Ihr habt es geschafft, gleich. Randmasche abheben, 3 Maschen links, 1, 2, 3, 2 links zusammen, dafür hebe ich erst 2 Maschen ab, lege sie so auf meine linke Masche, auf meine linke Stricknadel, nimm den Arbeitsfaden nach vorne, gehe von hinten durch beide Maschen durch und ziehe den Faden durch. Und weiter geht es mit 5 Maschen links, 1, 2, 3, 4, 5, ein Umschlag links und 3 links, 2, 3, Maschenmarkierer rüberholen. Und 3 Maschen links, 2, 3, dann 2 links zusammen. So. Es klappt einfach nicht, wenn ich euch das zeige. Das ist echt verrückt. So, dann 5, 2, 3, 4, 5 links, ein Umschlag links und 3 links. 1, 2, 3. Und den Maschenmarkierer wieder rübernehmen und die nächsten zwei auch noch eben zu Ende stricken. So, ihr Lieben, ich habe jetzt noch die beiden Muster noch ergänzt, habe das jetzt hochgestrickt. Die beiden hatten wir ja schon zusammen gestrickt und das habe ich jetzt noch selber gestrickt. Und nach Abschluss des vierten Musters, 1, 2, 3, 4, habe ich noch 4 Reihen gestrickt. Also Hinreihe rechte Maschen, Rückreihe linke Maschen und nochmal Hinreihe rechte Maschen, Rückreihe, linke Maschen. Also 4 Reihen glatt rechts gestrickt, um jetzt den Armausschnitt zu machen. Wir sind jetzt bei einer Länge von ungefähr, ich meine, müssten jetzt 16 cm sein. Ja, von 16 cm. Wir wollen eine Gesamtlänge von 24, 25 cm erreichen. Das heißt, wir machen jetzt wir ketten jetzt den Armausschnitt ab auf der rechten und auf der linken Seite. Dazu ketten wir sofort 3 Maschen ab, stricken glatt rechts bis hierhin und die letzten 3 Maschen ketten wir ebenfalls ab. Ja? Und dann stricken wir noch 8 cm hoch. Ja? 8 cm glatt rechts ohne Muster. Ich zeige euch einmal, wie ich das abkette. Und zwar stricke ich 2 rechts zusammen, erste Abkettung, wieder 2 rechts zusammen, die zweite Abkettung und wieder 2 rechts zusammen, die dritte Abkettung. So, und jetzt stricke ich bis zum Ende glatt rechts
So, ich stricke also die Reihe dann einmal durch und in der Rückreihe kette ich nochmals 3 Maschen ab. Da stricke ich dann jetzt immer 2 links zusammen. 1, 2 und 3. So, das war's. Das war der Armausschnitt. Ja, stricke jetzt hier nur linke Maschen und dann immer im Wechsel in der Hinreihe rechte Maschen, in der Rückreihe nur linke Maschen und das noch 8 cm. Ja, 8 cm hoch, bis wir so 24 oder 25 cm erreicht haben. Ich meine, das ist natürlich individuell. Wenn ihr das länger machen wollt, könnt ihr das auch länger machen, aber dann wird es, glaube ich, zu lang. So 24, 25 cm ist eigentlich optimal für eine Größe von 56 bis 62. Dann legen wir die Maschen still. Wir nehmen dann die Maschen auf eine andere Stricknadel und legen das erstmal still. Wir ketten nicht ab. Ich zeige euch hinterher, wie man die Schultern zusammenführt. Da habe ich auch noch ein Video auf meinem YouTube-Kanal, aber ich zeige euch das auch hier in diesem Video. Und dann stricken wir nämlich die beiden Vorderteile. Ja? Also ihr strickt jetzt 8 cm hoch, nimmt die Maschen auf eine andere Stricknadel und geht dann über zu dem ersten und zweiten Vorderteil. Ja? Und die Maschen bitte nicht abketten, wenn ihr die 8 cm hochgestrickt habt. Ja? Insgesamt 24 bis 25 cm. So, ihr Zuckerschnecken, das ging ja jetzt wirklich schnell, ne? Diese 8 cm noch eben schnell zu stricken, weil es sind ja nicht mehr so viele Maschen. Es waren ja 54 Maschen, dann haben wir 6, also 3 Maschen hier, 3 Maschen hier abgenommen für den Armausschnitt, also hatten wir nur noch 46 Maschen über, ne? So, wir haben jetzt, um einmal kurz nachzumessen, haben wir jetzt insgesamt genau 24 cm. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht hier. Upsala, 24 cm und sind jetzt praktisch zu Ende mit dem Rückenteil. Wir machen keinen Halsausschnitt. Wir legen jetzt diese Maschen still. Ich nehme das jetzt auf eine andere Nadel und dann zeige ich euch, wie wir das mit dem Vorderteil machen. Ja? Die Vorderteile strickt man wirklich ganz schnell in einem runter, weil das die Maschenanzahl halt einfach geringer ist, ne? So, schaut mal, das sieht echt süß aus, ne? Ja, okay. So, ihr Lieben, das Rückenteil habe ich jetzt, die Maschen habe ich jetzt stillgelegt, die habe ich auf eine andere Stricknadel genommen und habe auch schon mit dem Vorderteil begonnen. Das erste Vorderteil. Das wird links getragen. Daher machen wir den Armausschnitt Abnahme 3 Maschen auf der rechten Seite. Ja, wir nehmen 28 Maschen nehmen wir auf. Stricken 5 Reihen im Rippenmuster. Dann stricken wir 2 Reihen, 2 Reihen glatt rechts, ne? Also Hinreihe rechte Maschen, Rückreihe linke Maschen und dann starten wir mit dem ersten Muster, dann wieder 2 Reihen glatt rechts und dann starten wir mit dem zweiten Muster und das wiederholen wir dann nochmal. Wiederholen, bis wir am Ende 4 Muster haben. Ja,
Dann stricken wir 4 Reihen glatt rechts, um dann den Armausschnitt zu machen. Auf der rechten Seite. So, das habe ich nämlich schon gemacht. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet. Wir haben 28 Maschen aufgenommen. Zwei Muster sind A13 Maschen, 26 Maschen, eine Randmasche hier, eine Randmasche hier, sind 28 Maschen. Im Rippenmuster 5 Reihen, dann haben wir 2 Reihen glatt rechts gestrickt, Hinreihe rechte Maschen, Rückreihe linke Maschen. Dann haben wir mit dem ersten Muster angefangen, dann wieder 2 Reihen glatt rechts, das zweite Muster, 2 Reihen glatt rechts, wieder das erste, 2 Reihen glatt rechts und das zweite Muster. Insgesamt 4 Muster, 4 Blattmuster. Und dann haben wir 4 Reihen, habe ich jetzt schon mal 4 Reihen gestrickt, nachdem ich das Muster beendet habe, und mache jetzt kette ich jetzt 3 Maschen für den Armausschnitt ab. Okay, dann ketten wir jetzt mal wieder 3 Maschen ab, wie vorhin. 2 rechts zusammen, eine abgekettet, wieder 2 rechts zusammen, die zweite abgekettet und wieder 2 rechts zusammen. Die dritte Masche abgekettet. Mit dieser Reihe, also wir stricken jetzt glatt rechts durch, mit dieser Reihe stricken wir insgesamt 4 Reihen, ja? Also jetzt die Hinreihe, eine Rückreihe, eine Hinreihe und wieder eine Rückreihe. Und dann zeige ich euch, wie wir die Maschen abketten. Dann hier auf der linken Seite, wir haben ja so ein V-Ausschnitt quasi. Und das zeige ich euch dann, wie ich das mache. So, jetzt noch eine Hinreihe, wieder eine Rückreihe, jetzt nur linke Maschen, dann wieder eine Hinreihe und eine Rückreihe und dann sehen wir uns wieder. Also insgesamt 4 Reihen, ja? So, ich habe jetzt 4 Reihen gestrickt. Und das ist ja hier die Seite, wo der Armausschnitt war. Jetzt stricke ich bis nach vorne nur rechte Maschen. Also ab jetzt stricken wir auch immer nur Hinreihe rechte Maschen, Rückreihe linke Maschen. Außer dass wir jetzt hier den Ausschnitt, da nehmen wir jetzt in jeder Hinreihe immer eine Masche ab. So, und zwar, wenn hier bleiben jetzt noch 3 Maschen über und dann drehe ich wieder meine rechten Maschen mir so zurecht und hebe diese beiden und stricke diese beiden rechts zusammen. Ja, so dass sich die Maschen dann auch so wieder nach rechts neigen. Ja, dann die Rückreihe wieder ganz normal alle Maschen links. Und dann zeige ich euch das gleich nochmal, wenn wir in der Hinreihe. So. Gucken wir mal. So, jetzt wieder die Hinreihe. Und dann werden wir auch immer weniger Maschen haben. Wir hatten 28 Maschen, dann haben wir 3 Maschen für den Armausschnitt abgenommen, hatten wir 25 Maschen über. Und jetzt machen wir diese Abnahmen vorne so lange, bis wir nur noch 14 Maschen hier über haben. Ja? So, die letzten 3 Maschen, die hebe ich wieder so ab. Legt mir die so auf die linke Stricknadel. Bei euch liegt die rechte Masche wahrscheinlich schon so. Und dann stricke ich 2 rechts zusammen. Ob da hat irgendwas nicht geklappt. So. Und die letzte rechts. Ja. Und so mache ich das jetzt in jeder Hinreihe.
Ihr seht das auch hier, seht ihr? Das neigt sich jetzt so ein bisschen in jeder Hinreihe, bis ich hier 14 Maschen über habe. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch hier gerne einen Maschenmarkierer hinsetzen, damit ihr seht, wann ihr dann die 14 Maschen erreicht habt. Aber das geht ja relativ fix. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So. So sieht dann das erste Vorderteil aus. Ja, hier ist der Armausschnitt, rechte Seite. Und hier ist, guckt, wie schön das hier abgekettet ist. Ja. So, nachher kommt hier noch ein Bündchen dran. Das zeige ich euch dann aber. Das heißt, wir sind jetzt hiermit fertig und starten dann jetzt mit dem zweiten Vorderteil. Und da machen wir den Armausschnitt dann logisch auf der linken Seite. Ja, starten wir mit der linken Seite dann den Armausschnitt. Aber erstmal müssen wir ja das untere Stück stricken. Und da verrate ich euch jetzt gleich noch was. Ich habe nämlich schon vorgestrickt, das zweite Vorderteil, damit ich euch das zeigen kann. Also erstmal, ich habe jetzt auch hier erstmal die Maschen stillgelegt, also nicht abgekettet, ja, nachdem ich dann fertig war, sondern auch stillgelegt. Wir vereinen gleich die Schulter, ja, das zeige ich euch gleich. So, das ist ja jetzt die eine Seite von dem Vorderteil. Ich ziehe es ein bisschen hoch. So, und die zweite Seite habe ich schon mal vorgestrickt bis hier oben. Das zeige ich euch jetzt. Und zwar, wenn ich das jetzt hier gegenhalte, dann seht ihr, wir haben ja hier mit dem ersten Muster angefangen, wo sich die Maschen so nach rechts neigen, ja, vom Blattmuster. Das Gegenstück, das habe ich so gestrickt, dass es sich nicht auch nach rechts neigt. Das würde blöd aussehen, ja, sondern dass es sich nach links neigt. Das heißt, ich habe bei dem zweiten Vorderteil, das ist getragen, die rechte Seite, habe ich mit dem zweiten Muster begonnen. Ja, also so wie bei dem Rückenteil, hier das erste Muster, was sich nach rechts neigt. Das habe ich jetzt weggelassen, habe direkt mit dem zweiten Muster angefangen, damit ich das eben habe, dass sich das nach links neigt, ja? So, ne? Das ist dann schön, das sieht dann schön aus, wenn das so nebeneinander ist. Das würde jetzt nicht so schön aussehen, wenn das so starten würde, ja? Habe vier Muster, Blattmuster gestrickt und auch schon die vier Reihen und zeige euch jetzt, wie wir das hier mit den Abnahmen machen, ja? Ihr Lieben, ich muss mich korrigieren. Ich habe am Ende hier nach dem Muster drei Reihen nur gestrickt, nicht vier, ja, drei Reihen. Dann befinde ich mich nämlich auf der Rückreihe, weil ich muss ja jetzt den Armausschnitt auf der linken Seite machen, ja. Sonst hätte ich dann praktisch eine Reihe zu viel und dann würde das oben zu eng werden, ja. Deswegen nur drei Reihen, weil ich jetzt die Abnahme vom Armausschnitt, die werde ich jetzt in der Rückreihe machen. Also ihr beginnt wieder mit 28 Maschen im Rippenmuster, 5 Reihen, dann 2 Reihen glatt rechts, dann startet ihr mit dem zweiten Muster, das erste, das zweite, das erste, strickt 3 Reihen und in der Rückreihe machen wir jetzt die Abnahmen, 3 Maschen, ja, da stricke ich jetzt 2 links zusammen, das ist die erste Abnahme. Dann stricke ich wieder 2 links zusammen für die zweite Abnahme und wieder 2 links zusammen für die dritte Abnahme und stricke jetzt erstmal die Reihe zu Ende und zeige euch dann, wie ich die Abnahme gleich am Ausschnitt mache, ja? So. Die Rückreihe, die wir gestrickt haben, zählt schon als erste Reihe. Ihr erinnert euch, dass wir hier nach dem Armausschnitt 4 Reihen noch gestrickt haben, bis wir dann die erste Abnahme hier gemacht haben. Ja, und jetzt ist es so, dass wir die Rückreihe ja schon gestrickt haben, nachdem wir abgenommen haben. Das zählt schon als erste Reihe. Und jetzt machen wir nur noch 2 Reihen, stricken wir nur noch.
Ja, also auch hier eine Reihe weniger, also insgesamt dann drei Reihen. Das heißt, ich stricke jetzt noch eine Hinreihe glatt rechts und die Rückreihe nur linke Maschen zurück. Und dann zeige ich euch, wie man den Ausschnitt macht. Ja, dann schnell einmal die zwei Reihen stricken. Das geht ja relativ schnell. So. Ja, das ist jetzt bei dem Vorderteil, sind halt die kleinen Änderungen, ne? Dass wir erst mit dem zweiten, dass wir das mit dem zweiten Muster dann begonnen haben und dass wir die Abnahme vom Armausschnitt auch von der Rückreihe gemacht haben. Ja, und quasi nach drei Reihen und jetzt hier auch nach drei Reihen. Das ist jetzt die dritte Reihe. Dann machen wir oben halt eine Reihe mehr. Das fällt nicht auf. Das ist überhaupt nicht schlimm, ja? So, das ist jetzt die dritte Reihe. Und dann beginnen wir jetzt vorne. Da machen wir dann auch. Wir haben jetzt noch 25 Maschen auf der Nadel und machen jetzt auch 11 Abnahmen immer in der Hinreihe. Und zwar nehmen wir die Randmasche heben wir ab und jetzt stricken wir einfach zwei rechts zusammen. Ja, die brauche ich jetzt nicht drehen, weil die neigen sich jetzt eh nach links. Ja, einfach zwei rechts zusammen. Wenn ihr jetzt natürlich die Maschen so, ich muss mal eben kurz gucken, wenn ihr das jetzt so macht, wie geht das dann? Dann geht es nach da. Ah ja, also wenn ihr die Maschen so liegen habt, dann müsst ihr jetzt eure Maschen dann wahrscheinlich drehen, damit sich die Maschen nach links neigen, ja? Aber ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, da müsst ihr mal gucken, je nachdem, wie eure Maschen liegen. Wichtig ist, dass die Maschen sich jetzt nach links neigen und sich nach links öffnen. So wie sie hier nach rechts gegangen sind, müssen die jetzt nach links gehen, ja? Da müsst ihr mal gucken, wie sich das bei euren Maschen verhält, je nachdem, wie die liegen. So, ich stricke das jetzt mal und dann kann ich euch sagen, wie viel Reihen ich oben noch. Ich nehme an, es müssten zwei Reihen sein, die ich dann, nachdem ich die Abnahmen gemacht habe, die müsste ich dann noch stricken. Ja, zwei Reihen zusätzlich nehme ich an, weil wir haben ja zwei Reihen insgesamt weniger. Ja, genau. So, dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß. Macht mal die 11 Abnahmen und dann zeige ich euch, wie wir die Schultern zusammenführen. Ja, und dann können wir nämlich schon mit den Ärmchen anfangen. Dann bis gleich. So, ihr Schnuckis, geschafft. Zweite Vorderteil ist auch fertig. Und ich habe, wie ich das schon vorhin gesagt habe, nach der Abnahme noch zwei Reihen dazu gestrickt, weil wir ja anstatt zweimal vier Reihen haben wir nur zweimal drei Reihen hier unten gemacht. Und deswegen fehlten mir die zwei Reihen, aber das wird später nicht auffallen. Wir machen ja später hier sowieso noch ein Bündchen ringsherum. Und ja, sind jetzt soweit, dass wir erstmal die Schultern jetzt zusammenstricken. Ich stricke das ja immer zusammen. Deswegen habe ich auch immer gesagt, ihr sollt bitte die Maschen stilllegen. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Wollte euch aber hier nochmal zeigen, wenn das jetzt so gegenüber liegt, der Grund, warum ich mit dem zweiten Muster angefangen habe. Ich würde euch empfehlen, das auch so zu machen, weil so nebeneinander sieht es dann doch schöner aus, als wenn es dann so ist, ne? Das würde dann so an, das sieht nicht so schön aus. Aber das könnt ihr selber entscheiden, je nachdem, wie es euch gefällt. Ja, so dann führen wir mal die Schultern zusammen. Dafür lege ich jetzt mal das Rückenteil so hin mit der schönen Seite nach oben. Und mir passiert es immer wieder, dass ich es falsch zusammen. Ich passe dann nicht auf, wo der Armausschnitt ist. So, das ist jetzt hier einmal der Armausschnitt auf der Seite und das ist der Armausschnitt auf dieser Seite. So,
Das heißt, Entschuldigung, wir starten mal mit der rechten Seite. Getragen ist es die linke. Und zwar, da habe ich auch ein Video extra drüber gedreht. Falls ihr das jetzt hier nicht so gut erkennen könnt, könnt ihr euch das auch gerne angucken. Auch auf meinem, auf unserem Kanal, ich sage mal auf meinem, auf unserem Kanal von den Curly Stricks ist das, ne? So, ganz einfach. Also, wir legen diese beiden Teile gegenüber und gehen jetzt Masche für Masche. Eins, zwei, die erste Masche ist immer etwas schwierig. Ich gehe hier durch die Masche, hier durch die Masche und hole mir den Faden. Wie gesagt, die erste Masche ist immer etwas schwieriger. So, die beiden haben wir schon mal. Dann nächste, durch diese und durch die nächste. Zwei, hier und hier. Ich hoffe, man erkennt es gut. Vorne und hinten durch die Masche. Einmal hier durch und den Faden durchziehen. Und weiter. Ich muss ja mal nachrücken. Einmal hier durch und Faden durchziehen. Hier durch, Faden durchziehen. Hier durch, dadurch und durchziehen. Ja, das sieht dann ganz schön aus oben. Da hat man nicht so eine komische Naht. Und es ist schön gleichmäßig, als wenn man es dann zusammennäht, ja. So. Und hier nochmal. Und hier die letzten beiden. Und hier, da ist auch noch der Faden von der vorderen, von dem Vorderteil. Das schneiden wir jetzt mal eben durch. Habe ich hier irgendwo in meinem Durcheinander eine Schere? Na, da hinten. So, den schneide ich jetzt mal durch. Zack. Und knote das hier einmal zusammen. Ja, wenn man das jetzt, das muss man halt hinterher vernähen. So, und dann drehen wir das Ganze. Und jetzt wird das nämlich noch, ich ziehe das mal hier durch, abgekettet. Ja, da gehen wir durch die beiden Maschen. Oh, ein bisschen zu fest zusammengeknotet. Also zwei Maschen strecken wir dann zusammen, legen die Masche wieder ab und stricken die nächsten beiden zusammen. Die lege ich wieder ab auf die linke und wieder die beiden zusammen. Ablegen, zusammen, ablegen, zusammen, ablegen, zusammen. So, sind ja nicht so viele Maschen, von daher geht das ganz gut. Dann hätten wir die erste Schulter schon mal schön zusammengeführt mit dem Rückenteil. So, und noch einmal durchziehen und dann schneiden wir auch die Seite ab. Zack. Und jetzt zeige ich euch das Ergebnis. Das sieht doch toll aus, ne? So. Ja. Und dasselbe machen wir jetzt mit der anderen Seite. Drehen, dagegen legen und wie vorhin zusammenführen. So, ihr Lieben, jetzt habe ich die Schulter auch schon dran gestrickt. Und diese restlichen Maschen, ich zähle mal eben kurz, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Die restlichen Maschen
die lassen wir, die legen wir auch wieder still, weil die können wir super benutzen, wenn wir jetzt gleich das Bündchen dran stricken. Damit werde ich jetzt als nächstes weitermachen. Ich nehme jetzt hier Maschen auf. Ich zeige euch gleich wie, und da ist ja auch noch ein Trick. Und zwar, wir nehmen nicht aus jeder Masche eine, also wir nehmen aus jeder Masche eine, aber wir nehmen zwischen der dritten und vierten zwei Maschen auf, damit sich das am Ende in der Mitte nicht so hoch zieht. Meistens ist es dann, ich meine, wir müssen eh nachher, hier machen wir nur ein Knöpfchen hin, das zieht sich eh ein bisschen hoch dann in der Mitte, aber damit es nicht so extrem hoch geht, ja, dann nehmen wir ein paar Maschen mehr auf immer zwischendrin, damit das noch schön so gerade abschließt, ja. Oh, jetzt bin ich hier dran gekommen, wackelt ein bisschen. Okay, dann machen wir jetzt gleich weiter mit der Maschenaufnahme für das Bündchen. Knopflöcher müssen nicht. Wir häkeln nachher so eine Schlaufe dran und das Knöpfchen kommt dann da dran. Dann kann man das mit der Schlaufe zumachen, ja. Jo, dann geht's gleich weiter. So, ihr Lieben, ich habe schon angefangen. Ich nehme jetzt hier meine Maschen auf für das Bündchen, habe den Faden hier fixiert und möchte euch das jetzt zeigen, wie ich das mache. Und zwar, hier ist ja immer die Randmasche, da gehe ich immer mitten rein, ja, hol mir die erste Masche, gehe in die nächste, hol mir die zweite Masche, gehe in die nächste und hol mir die dritte Masche. Und dann gehe ich nochmal hier rein, aber diesmal von vorne in die Mitte der dritten und hinten in die nächste und hol mir die Masche. So. Und gehe jetzt aber nochmal in diese vierte und hol das. Hol die Masche daraus. Nochmal, ich zeige es nochmal. Eins, zwei, 3, jetzt gehe ich von vorne rein, 1, seht ihr, in die dritte und in die vierte, hol mir hier eine zusätzliche Masche, jetzt ist wieder der Vorführeffekt, jetzt kriege ich den Faden da nicht durch, da ist er, und gehe nochmal in die vierte rein, also in die dritte und vierte geht man praktisch zweimal rein, nochmal, in die erste, dann hole ich mir die zweite Masche, die dritte Masche, gehe hier vorne in die dritte noch mal rein, in die vierte und hole mir da eine zusätzliche Masche, ja, ups, so, und gehe noch mal in die vierte rein. So, dann habe ich immer eine zusätzliche Masche, ja? Und das mache ich jetzt bis hier vorne durch. Und dann melde ich mich gleich nochmal. So, jetzt bin ich hier angekommen. Hier haben wir die restlichen Maschen. Und die stricke ich jetzt einfach schon mal rechts, ja? So, dann brauchte ich die nämlich vorhin nicht abketten. Die stricke ich jetzt einfach mal rechts mit. Das sieht man gleich nicht mehr, ne? So, so. Eins, nein, hat nicht geklappt. Eins, zwei, drei, dann wieder in die dritte, aber diesmal von vorne durch, in die vierte und ziehe den Faden jetzt durch. Mal gucken, ob es jetzt klappt. Nee, das ist echt der Vorführeffekt. So, so, da. Und nochmal in die vierte. Ja, so, eins, zwei, drei. Für wen das mit der Stricknadel zu schwierig ist, der kann auch eine Häkelnadel nehmen. Ich mache es eigentlich auch immer mit einer Häkelnadel. Das geht irgendwie einfacher, weil da vorne ja dann kann man die Masche besser durchziehen. Da ist es wieder. Es klappt irgendwie nicht. Möchte nicht. Also ihr seht, ich habe auch so meine Schwierigkeiten. So, 4. Und nochmal durch die vierte.
So, und das machen wir bis unten durch. Ja. So, ich habe es geschafft. War ein Kampf. Also wie gesagt, ich mache es normalerweise auch mit der Häkelnadel und dann hole ich mir immer die Maschen. Hinterher schiebe ich mir die so auf die Stricknadel. Dann geht es eigentlich einfach. Ich weiß auch nicht, warum ich es diesmal so gemacht habe. Keine Ahnung. Wollte es mir wahrscheinlich selber mal beweisen, dass ich es kann. So, jetzt wird das Bündchen auch im Rippenmuster gestrickt. Also eine Masche rechts, eine Masche links im Wechsel. Wir machen keine Knopflöcher, weil wir hinterher nur eine kleine Schlaufe machen, wo wir nur ein Knöpfchen durchziehen. Ja, das machen wir im Nachhinein und deswegen jetzt die Randmasche abheben und dann im Wechsel links, rechts, links, rechts. Ja, und das machen wir 5 Reihen, 5-mal hin und her. Und dann sehen wir uns nachher nochmal wieder. Mal gucken, wie es dann aussieht. Ja, schön locker, damit es sich nicht hochzieht. Ich meine, wir haben ja schon zusätzlich die Maschen aufgenommen, aber je strammer man das macht, desto mehr zieht es sich dann in der Mitte hoch. Vor allen Dingen beim Abketten aufpassen, dass man das nicht zu stramm abkettet. Ja, schön locker immer. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß. Sind ja einige Maschen, ne? 120 Maschen ist nicht wenig für so ein kleines Ding. So, ihr Schnuckis, ich habe die 5 Reihen jetzt im Rippenmuster gestrickt, das Bündchen. Und habe dann auch die Maschen abgekettet, ganz locker, damit das sich eben hier in der Mitte, seht ihr, das schließt, mach mal so, das schließt hier richtig schön ab. Also ne, sonst würde es sich, das kommt jetzt dadurch, dass wir halt die zusätzlichen Maschen noch aufgenommen haben und weil wir es locker abgekettet haben. Seht ihr, also es schließt wirklich richtig schön mit dem Bündchen ab. Hier so auf dieser Höhe, da wo wir angefangen haben, den Halsausschnitt zu machen, da werden wir nachher so eine Schlaufe dran häkeln und hier kommt dann das Knöpfchen dran und dann hätten wir das damit auch erledigt. Jetzt fehlen nur noch die Ärmchen und dann hätten wir es geschafft. Bei den Ärmchen mache ich es so, dass ich die Maschen von hier aufnehme. Ja, einmal von hier bis hier. Und dann von oben runter stricke, weil ich es nicht mag, wenn ich vom Bündchen anfange und dann hoch stricke und dann dieses Zusammennähen, das sieht nie sauber aus, deswegen mache ich es so. Ja, also ihr könnt natürlich auch gerne das so machen, wie ihr das gewohnt seid, von unten hoch stricken, aber ich zeige euch mal, wie ich es mache, ja, dass ich von oben runter stricke. Ja, guckt mal, wie süß das geworden ist, ne? Und wenn es fertig ist, wird es noch viel, viel süßer. Und wenn man es dann wäscht, dann ist es auch, sitzt auch alles viel besser. Ne? Jetzt ist es alles noch so ein bisschen, ja, nicht ganz so, ich sag mal, nicht ganz so stabil. Ja, dann machen wir mit den Ärmchen weiter. So, ihr Lieben, schaut mal, ich war noch mal fleißig und habe schon mal einen Arm fertig gestrickt, damit ihr seht, wie das aussieht. Ich suche gerade mein Maßband und zwar habe ich hier aufgenommen 42 Maschen und dann habe ich 14 cm Armlänge ohne abzunehmen an den Seiten, einfach in einem durch 42 Maschen und hier habe ich dann jede zweite Masche abgenommen, so dass ich am Ende 28 Maschen über hatte und habe dann 5 Reihen noch Bündchen gestrickt im Rippenmuster. Rechts, links, rechts, links und dann habe ich abgekettet. Wie ich die Maschen aufgenommen habe, zeige ich euch jetzt. So und dann gehe ich mit der Stricknadel einfach hier rein und hol mir die Maschen auch wieder, wie wir das vorne am Bündchen gemacht haben, holen wir jetzt immer, wir gehen hinten, also mitten in die Randmasche rein, holen uns da eine Masche, 1, 2, na, 2, ja, das ist hier da ein bisschen fester, deswegen ist es ein bisschen schwierig. 2, 3,
3, so, dann 4, 4, 5. So, und ab jetzt, das ist hier die Stelle, wo wir abgenommen haben, da sind die Maschen etwas enger, deswegen nehme ich da jetzt keine Zwischenmasche auf, aber bei den folgenden mache ich das wieder so. 1, 2, 3, gehe wieder vorne in die Randmasche rein bei der dritten, durch die vierte, hole mir eine zusätzliche Masche und gehe nochmal in die vierte. Und das mache ich dann jetzt so weiter bis hierhin, bis wir wieder hier angekommen sind, wo wir hier abgenommen haben. Da mache ich dann die letzten 5 Maschen wieder, ohne dass ich eine Zwischenmasche aufnehme. Und zwar, ich hatte pro Seite 21 Maschen, so dass ich insgesamt 42 Maschen hatte. Ja, das könnt ihr jetzt erstmal bis hier hinten durch die Maschen aufnehmen. So, ihr Lieben, ich habe jetzt 42 Maschen aufgenommen. Wenn ihr jetzt merkt, dass ihr mit der Maschenanzahl nicht hinkommt, wenn ihr jede dritte, vierte noch eine Zwischenmasche aufnimmt, könnt ihr auch nach der, ich muss jetzt auch einmal, zweimal nach der zweiten, dritten eine Zwischenmasche aufnehmen, damit ich die 42 Maschen habe, ja? Also das könnt ihr dann so ein bisschen regulieren, das sieht man ja hinterher sowieso nicht. So, jetzt stricken wir hin rein, rechte Masche, rück rein, linke Maschen. Da stricken wir 14 cm. Ja, ohne dass wir irgendwelche Abnahmen an den Seiten machen. Wir stricken das in einem durch und dann stricken wir 5 Reihen im Rippenmuster. Bevor ihr das Rippenmuster beginnt, das zeige ich euch aber gleich noch, nehmen wir jede zweite Masche ab, sodass wir von den 42 nur noch 28 Maschen über haben, stricken 5 Reihen im Rippenmuster und ketten ab. Ja, aber erstmal könnt ihr jetzt 14 cm glatt rechts stricken und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Hallöchen, ihr süßen Zuckerschnecken. Also, zweiter Arm auch erledigt. Ja, ich habe jetzt mit 42 Maschen habe ich runtergestrickt. Upala, mein Maßband liegt immer auf dem Boden. Komisch. So, und habe jetzt 14 cm. Na, so, 14, ja, ein bisschen mehr, ne? Aber es sind fünf, doch 14 cm. Es sind 45 Reihen, ne, für mich, weil ich stricke aber auch ein bisschen locker. 45 Reihen runtergestrickt bis auf 14 cm und jetzt werden wir am Bündchen das Bündchen machen. Und dafür, oh, sorry, jetzt habe ich mich auch noch verschluckt. Ich will das Video jetzt aber nicht neu drehen. Und dafür stricken wir jede zweite Masche. Ketten wir ab. Wir heben die Randmasche ab. Ich stricke immer wir stricken ja im Rippenmuster immer die linken Maschen zusammen. Zwei linke Maschen zusammen, zwei. Dann eine rechts und wieder zwei links zusammen. Dafür drehe ich meine Maschen. Ich mache es mir nie so kompliziert, deswegen ich drehe gerne meine Maschen, ja? So, eine rechts, wieder die zwei links zusammen. So, dass wir dann am Ende 28 Maschen haben. Ja, und dann stricken wir 5 Reihen im Rippenmuster das Bündchen. Und wenn ihr das gemacht habt, dann werden wir die Jacke an den Seiten zusammennähen, an den Ärmelchen zusammennähen. Am Bündchen, an den Ärmchen lassen wir das Bündchen stricken wir nicht zusammen, da kommt auch ein Knopf. Und ja, so als Accessoire, ne? Das sieht dann schön aus und dann kann man das Knöpfchen aufmachen, damit es nicht so schwierig wird, die Hand da rein und raus zu schieben, ne? Man will es ja so einfach wie möglich haben, weil Kinder, die schreien ja dann doch, wenn es ein bisschen enger ist alles. Und deswegen hatte ich mir das damals so überlegt, dass ich da ein Knöpfchen mache und das Bündchen nicht zusammenstricke, zusammennähe. Sorry. So, jetzt bin ich aber auch schon fast am Ende. Na, zwei links zusammen, eine rechts, zwei links zusammen, eine rechts. Immer schön im Wechsel. So, eine rechts, zwei links zusammen. Hoppala. Eine rechts, zwei links zusammen.
die letzten beiden zwei links zusammen. Das müssten jetzt 28 sein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Jawohl. Und jetzt noch vier weitere rein und dann ketten wir die Maschen am Bündchen ab und werden somit mit dem Ärmchen dann fertig. So, ihr Süßen, jetzt fange ich an, die Seitenteile zusammenzunähen. Die Ärmchen ab hier häkeln wir dann zusammen. Das zeige ich euch dann. Und zwar gehe ich immer in die Randmasche. So, einmal etwas anheben. Und zwar, das Schöne ist an diesem Muster, man sieht hinterher nicht, dass man es zusammengenäht hat, ja? Dann gehe ich immer hier in die Randmasche rein, in das hier und dann gegenüber in die Randmasche und ziehe durch. In die nächste rein, vorne rein, durch. So, wieder nebeneinander schön legen, ja? Hier rein in die Randmasche, in die nächste Randmasche rein und durchziehen. Das ist ein bisschen schwierig jetzt, wenn ich das so halte, merke ich gerade. Ich denke, ihr habt es gesehen. Ja, und dann geht man jetzt Randmasche für Randmasche immer schön dadurch. Ja, hier in die Randmasche, dann hier in die Randmasche und durchziehen. Randmasche, Randmasche und durchziehen. So, das ist ein bisschen schwierig, wenn man das so halten muss. Merke ich gerade. Also nochmal hier in die Randmasche. Randmasche für Randmasche geht ihr hier durch und näht das dann so zusammen. Ja, ich denke, ihr habt es jetzt gesehen. Hier in die Randmasche, dann hier in die Randmasche und durchziehen. Das machen wir jetzt bis hier oben hin und da wartet ihr dann auf mich. So, ich habe das jetzt zusammengenäht und guckt mal, man sieht überhaupt nicht, dass es zusammengenäht worden ist. Das ist das Schöne an diesem Muster. So, jetzt tauschen wir die Nadel gegen die Häkelnadel. Ich habe die Häkelnadel Nummer 3, meine schöne Lilane. Und dann, wie immer, gehen wir. Augenblick, ich hänge hier irgendwie feste. Ach, dieses ganze Gestrüpp hier, ne, das muss man gleich erstmal noch alles vernähen. So, dann gehe ich immer durch die Randmasche. Hol mir jetzt erstmal einmal eine Masche. So. Und jetzt der Faden, immer darauf achten, dass der Faden unten bleibt, ja. Jetzt gehe ich einmal, hol mir den Faden und ziehe durch. So, jetzt nochmal. Wir gehen hier in die Randmasche, Randmasche für Randmasche, dann darauf achten, dass der Faden unten bleibt. Wir gehen links in die Masche, holen uns den Faden und ziehen zweimal durch. Es gibt eine schöne, unauffällige Naht. Ich zeige es euch gleich. Wir gehen nochmal rein, über den Faden in die Randmasche und ziehen durch. So, schaut mal, hier ist die Stelle, die wir dann zusammen gehäkelt haben und es fällt überhaupt nicht auf. Also kaum, wenn man es nicht weiß. Ne? Und das macht ihr jetzt bis zu Beginn, bis zum Anfang, wo das Bündchen beginnt. Und da hört ihr dann auf. Ja? Das Bündchen bleibt offen, das häkeln wir nicht zusammen. Da häkeln wir gleich eine Schlaufe mit dem Faden hier. Eine Schlaufe dran und hier kommt ein Knopf dran und dann wird das zugeknöpft, ja? Okay, viel Erfolg! Bevor ihr die zweite Seite beginnt und wir den Faden hier noch nicht abgeschnitten haben, können wir das jetzt auch jetzt schon dran häkeln, diese kleine Schlaufe. Und zwar machen wir das an diese, die Schlaufe kommt hier hinten an den, an die hintere Seite des Arms, ja? Weil das Knöpfchen kommt nach vorne. So, dann machen wir jetzt einfach, wir machen einfach 1, 2, 3 Schlaufen, das reicht schon. Dann haben wir einen kleinen Knopf und
gehen hier in die Randmasche, so, und muss einmal ziehen. Seht ihr, das ist jetzt hier so eine ganz kleine Schlaufe, ja? Da ziehen wir nachher das Knöpfchen durch und häkeln das jetzt hier noch fest, ziehen noch einmal durch und zack, fertig. Ja, dann habt ihr direkt die Schlaufe mit dran, dann kommt hier das Knöpfchen hin und dann wird das so zugeknöpft am Ärmchen, ja? Also an die hintere Seite des Arms habt ihr das dann dran gemacht, ja? Super. Ihr Lieben, auch hier habe ich alles zusammengenäht und hier zusammen gehäkelt am Ärmchen. Ne, sieht alles wunderbar aus, sehr schön. Und die Rückseite vom Ärmchen, da machen wir jetzt auch noch eben die drei Schlaufen. 1, 2, 3. Gehen durch die Randmasche und fixieren die Schlaufe dort, wo dann hinterher der Knopf durchgezogen wird, ja? So, ui, ich habe aber eine Menge Faden da gelassen. Das schneiden wir jetzt mal hier durch. Zack. Und dann hat sich die Sache, ne? So, schön. Dann kommt hier, da nähen wir gleich ein Knöpfchen dran und dann wird die Schlaufe da so durchgezogen, ja? So, und wir sind fertig. Wir müssen nur noch eine Sache machen. Natürlich erstmal hier alles vernähen, ne? Das könnt ihr ja gleich machen. Ich zeige euch jetzt noch eben die Stelle, wo wir jetzt hier noch ein Knöpfchen anbringen. Ich muss gerade mal überlegen, wie war das bei den Mädels, weil das ist ja eine Jacke für Mädchen. Wo waren denn die Knöpfe noch mal dran? Da muss ich immer schauen. Die waren links. Die Knöpfe waren links. Also hier. Hier kommt der Knopf hin und hier kommt dann die Schlaufe hin. Und ich mache das so auf dieser Höhe hier, wo das Muster endet. Seht ihr hier so? Wo hier dieses Muster endet, so in der Höhe, da kommt jetzt hier noch mal, häkle ich noch mal so, nochmal so eine Schlaufe dran. Da gehe ich einfach hier hinten rein, hole mir den Faden. Wo ist er? Ich habe hier eine Menge Fäden. Oh Gott. Na, wo haben wir denn hier mal diesen, meinen Faden? Ach, okay. Ich schneide hier einfach was ab. So, ziehe den hier einmal durch. Fixiere es hier. Hier durch die Randmasche, hol mir die Masche so und 1, 2, 3, das reicht schon für einen kleinen Knopf, und mache 1, 2, 3 Maschen und gehe wieder durch die Randmasche, ziehe das einmal durch. So, ziehst durch und dann aber, damit wir das auch fixieren können mit der Nadel, ja, und gehe hier einmal durch, zack, hier ist die Schlaufe für das Knöpfchen, ja, man könnte sogar 4 machen, dann haben wir, glaube ich, ein bisschen mehr Platz, ja, ich mache es nochmal auf. Ich glaube, ich mache 4 Schlaufen. Das ist mir doch ein bisschen zu eng für das Knöpfchen vorne. Okay, also ich hoffe, ich kriege das jetzt hier noch mal auf. Wo bin ich denn hier? So, 3 war doch zu wenig. 3. Noch eine. 4. Schlaufe und dann 1, 2, 3, dann gehe ich hier rein, hole mir hier meinen Faden, ja, jetzt ist es ein bisschen breiter, obwohl ich überlege gerade, soll ich noch 1, nö, das reicht eigentlich, so, doch, das reicht, so, ziehe das jetzt
hier einmal durch, weil da kommt ja nur ein ganz kleines Knöpfchen hin. Je nachdem, wenn ihr einen größeren Knopf dahin machen wollt, müsst ihr dann auch noch ein, zwei Schlaufen mehr machen, ja? So, dann gehe ich einmal hier rein. Zack, damit ich das fixieren kann. Von da, seht ihr, das reicht für so einen kleinen Knopf, ne? Und dann werde ich das hier einmal unten schön vernähen oder erstmal fixieren und dann gleich einmal schön vernähen, ja? So, ihr Lieben, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Was ich noch überlegt habe, genau, ist, ob ich hier unten, seht ihr, ich habe hier noch einen Faden und ich glaube, das werde ich machen, dass ich hier noch diesen Faden hier benutze, damit das hier an der, hier unten noch ein bisschen stabiler wird. Ich glaube, da häkel ich eben noch schnell was dran. So. Damit das ein bisschen fester wird hier am Ende. Ja, an dem Bündchen. So, das könnt ihr dann auch gerne so machen, wenn ihr wollt. Ich mag das ja, wenn das alles so ein bisschen fester und stabiler ist. Das wirkt mir ein bisschen unstabil an der Stelle. Und deswegen benutze ich jetzt einfach den Faden, der da jetzt noch hing, ja, und häkel einfach hier nochmal entlang. Hoppala. So. Und gehe hier nochmal zwischen. So. So, so. Und räume hier den Faden nochmal. Guckt mal, das können wir gleich auch noch mal vernähen. Seht ihr, das ist jetzt hier stabiler, ne? Hier auf der Seite, da sieht man das. Da mache ich das gleich auch. Da habe ich ja auch noch den Faden. Guckt mal hier, ne? Das wirkt irgendwie stabiler hier unten. Seht ihr den Unterschied? Ja, und das machen wir jetzt hier auf der Seite auch. Und dann vernähen wir das gleich noch schön, ja? Ich gehe also einfach hier in die Randmasche. Hol mir die Masche hier so und dann häkle ich einfach mal drumrum. So. Zwei, das sind drei Stiche. Dann hat man das auch erledigt. Das sieht für mich schöner aus, finde ich. Könnt ihr entscheiden, ja, wie ihr das dann machen wollt. So, guckt auch hier an dieser Stelle. Das wirkt doch schöner, ne, als dieses Zuppelige. Ja, und den Faden vernähen wir gleich. Das sieht man gleich nicht mehr. Ja, ihr Lieben, das war's. Das ist unsere Jacke. Ist die nicht süß geworden? Also, ich finde die total süß. Und wenn man, ich habe ja noch ein Video mit dem Moessa-Romper. Wenn ihr den da drunter noch anzieht bei eurem Baby, dann passt das doch super süß, finde ich, ne? Guckt euch das mal an. Vielleicht kann ich das gleich auch noch mal einblenden, wie das dann in Kombi aussieht. Schaut mal. Ja, jetzt geht es aber noch darum, wir müssen noch die ganzen Fäden vernähen, dann waschen und dann noch die, ach ja, und die Knöpfchen nicht vergessen anzunähen, ja? Also hier vorne an dem Ärmchen, hier, dafür haben wir die Schlaufen gehäkelt. Und hier auf der linken Seite kommt auch noch ein Knöpfchen, ja? Und dann seid ihr fertig. Bis gleich. So, ihr Schnuckiputzis, wir haben es geschafft. Es ist fertig. Ich habe gerade hier noch die Knöpfchen dran gemacht. Einmal hier an der Vorderseite vom Ärmel. Das kann man dann, wenn man möchte, auch so zumachen oder offen lassen, je nachdem, wie ihr möchtet, ja? Hier. Da ist ja die Schlaufe. Es ist noch nicht gewaschen und sieht trotzdem schon super toll aus. Ja, wenn man das wäscht, wird das alles noch ein bisschen stabiler. Ne? Baumwolle ist ja echt schön. So, das kann man ja auch super formen. Und wie ich das vorhin schon gesagt habe, hier so, ne, in dem Bereich, weil wir immer diese Zwischenmaschen aufgenommen haben, schließt das richtig schön ab. Und unten, als ich das hier noch dran gehäkelt habe, jetzt gefällt es mir richtig gut. Jetzt sieht es richtig schön sauber aus. Ne? Ja, ich hoffe, ihr Lieben, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Also das war wieder, ich wiederhole es ja immer wieder, ich liebe einfach dieses Muster.
Und den Romper hatten wir ja auch schon gemacht. Ah, das wollte ich euch gleich noch zeigen. Den hole ich gleich noch mal raus. Dann halte ich den einfach mal daneben, damit ihr mal seht, wie schön das in Kombi aussieht. Das ist Größe 56 bis 62. Oder auch, also es kann auch schon ein Neugeborenes anziehen. Dann sind die Ärmchen etwas größer und es ist ein bisschen weiter. Aber das sage ich ja, das betone ich ja auch jedes Mal. Ich finde das immer süß, wenn die so ein bisschen oversized angezogen sind. Also wirklich, das kann durchgehen für 0 bis 3 Monate, 50 bis 62 die Größe. Und jede weitere Größe würde ich dann ergänzen. Ihr macht anstatt hier zwei Muster, drei Muster und ein Muster obendran. Ja? Und dann guckt ihr mal, dass ihr dann diese 8 cm, hier sind das ja 8 cm ab Armausschnitt, da würde ich dann noch ein, 2 cm, ja, besser 2 cm dran machen, damit ihr auch mehr Platz habt für den Arm, dass ihr dann anstatt 42 Maschen zum Beispiel 52 Maschen habt, ja. Und natürlich die Armlänge. Und dadurch, dass ihr in der Weite ein Muster ergänzt, 13 Maschen und in der Höhe 8 Reihen, ja, ist das dann für die nächste Größe von 68 bis 74, ja. Und wenn ihr dann zum Beispiel jetzt Größe 74 bis 86 haben wollt, würde ich tatsächlich noch ein Muster ergänzen. Müsst ihr mal gucken, je nachdem, wie ihr strickt. Oder ihr ergänzt nicht in der Weite, sondern ihr geht einfach ein Muster hoch, dass es dann in der Länge höher ist. Ja? Natürlich müsst ihr, wenn ihr vorne ein Muster ergänzt, müsst ihr natürlich hinten dann auch das Muster ergänzen. Ja? Dann macht ihr anstatt 1, 2, 3, 4 Muster, macht ihr 5 Muster. Also nochmal 13 Maschen dazu. Das reicht dann schon für Größe 74, 80. Ein Muster dazu, aber ich würde dann höher gehen. Ich würde dann hier nicht nur 4 Muster machen, sondern 6 Muster bei 74 bis 80, ja. Bei 62 bis 68 würde ich ein Muster hochgehen und bei der nächstgrößeren 68, 74 oder 74, 80 sogar noch eins höher. Dann 6 Muster, ja, 6 Muster. Also das könnt ihr super kombinieren, indem ihr einfach für die nächstgrößere Größe ein Muster in der Weite und ein Muster in der Höhe und dann aber immer oben 2 cm mehr. Ja, hier habt ihr 8 cm, dann macht ihr bei der nächsten Größe 10 cm, bei der nächsten 12 cm. Die Armlänge könnt ihr dann natürlich, müsst ihr dann schauen, vielleicht habt ihr einen Teil von eurem Baby, wo ihr nachmessen könnt, wie lang muss der Arm eigentlich sein, ja? Ja, und so könnt ihr das dann mit den nächstgrößeren Größen machen. Wenn ihr dazu noch mal Hilfestellung braucht, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben und ich helfe euch da natürlich gerne weiter. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ich wiederhole mich, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und ich drücke euch die Däumchen, dass das alles super klappt, ja? Viel Spaß, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Ach ja, und das wollte ich euch ja nicht vorenthalten. Guckt mal, das ist dann die Kombi. Süß, ne, mit dem Romper. Also es sieht echt total mega, mega süß aus, wenn ihr das auch noch kombiniert. Den Romper könnt ihr auch gerne nachstricken. Den habe ich ja auch auf unserem YouTube-Kanal, die Anleitung. Und das sieht doch zuckersüß aus, ne? Okay, ihr Lieben, ich drück euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.